Wichtig ist Motivation auf jeder Spur. Das schmeckt ja hier wie im Sternenrestaurant. Ich weiß, ich habe was geschafft, was ich draußen nicht geschafft habe. Runde Reihe gerade hinstellen, Hände an die Seiten, Mützen ab und die T-Shirt-Farben zeigen. Der ganze Tag ist mit Sporteinheiten gespickt. Die verbrennen natürlich mehr, die brauchen Energiezufuhr. Nein, der Lauf sollte doch nicht da. Nein, das hat aber die Kissen und so. Nein. Was willst du da machen? Den Lauf nicht? Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Tomaten. Ja, dann würde ich sagen, pick dir den jetzt wieder raus und tut den nicht. Viel Spaß. Du nicht nutzen, Martin. Ich das weiß, bitte. Scheiße, kann man her. Nichts kriegst du gebacken in deinem Leben. Nein, er hat so gesagt, er kommt da rein und ich habe halt. Hab ich gar nicht. Eigentlich ist es chillig so. Muss nicht so viel Sport mitmachen. Muss keinen Frühsport mitmachen. Erstmal so in der Küche mal so eine Auszeit zu haben, ist auch ganz gut. Ja, zu viel Gemüse eigentlich. Ich mag nicht so gerne Gemüse. Die möchten natürlich jeden Tag Fleisch essen, am liebsten Schnitzel, was alles so anfällt. Und dadurch haben wir natürlich teilweise Schwierigkeiten, in den Budget zu liegen. In jedem Jugendlichen stehen 6,54 Euro am Tag zu. Also ich würde mir wünschen, dass die Kochprofis es schaffen würden, unseren Jungs das Gemüse ein bisschen näher zu bringen. Ich erhoffe mir hier eigentlich die Tipps abzugreifen, sage ich jetzt mal. Wie kriege ich ein tolles Essen hin mit wenig Geld? Servus. So. Ja, wie geht's? Das freut mich, super gut. Danke. Grüß dich. Euch haben wir gebraucht. Ganz klar. Stellung! Also doch. Und? Eins! Zwei! Drei! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! So, vorstellen, auf. Allein schon, wenn man wirklich in diesem Kreis steht und die Jungs fangen da an zu brüllen, also da merkt man wirklich, was da für eine Energie einfach herrscht. Wir haben halt gleich gespürt, das Ganze hier hat mit Disziplin zu tun. Hier herrschen strenge Sitten. Man redet ja immer von Respekt und Respekt ist ja hier das große Thema. Und fast jeder neue Jugendliche, der hierher kommt, den bereiten wir vor, bis er dann da mal rein kann. Und dann geht er da rein und er weiß nicht, was kommt. Und diesen Respekt spürt er. Das ist die Lehre hier mit diesem Boxring. Jetzt werde ich schon ein bisschen aufgeregter. Ja, aber es freut mich schon richtig. Also ich freue mich richtig drauf. Hoffentlich wird es keine Blamage und gut, wir machen uns natürlich eine Menge Gedanken. Wir wollen ja auch gut sein, gut arbeiten und mal gucken. Dann sag einfach mal guten Appetit. Ja, danke. Ich warte, ob wir knackig anbraten können, die lange zu lange herum, oder? Wir haben uns echt Mühe gegeben mit dem Essen. Schauen wir mal. Das war schon ein komisches Gefühl, so für die was zu kochen. Weil ich wusste nicht, ob es denen schmecken wird. Ein bisschen übersichtlich, aber kein Packungsdressing. Lecker. Gut. Ja. Das Essen war jetzt wirklich nicht schlecht. Wir haben schon viel, viel schlechter gegessen. Es war auch ausgewogen. Man kann es aber natürlich noch raffinierter machen. Gerade im Sinne der gesunden Ernährung, da waren mir nur ein bisschen zu wenig dabei. Ich meine, im Moment ist ja so Winterzeit, Salate sind im Moment sehr teuer.
dass man dann einfach aus Budgetgründen lieber irgendwie ein Gemüse dazu macht. Ob das jetzt ein Wirsing ist oder irgendwie ein Kohlgemüse. Also das kann man ja auch richtig lecker machen. Mit weniger Kosten. Ich esse nicht so viel Gemüse, habt ihr keine Chance. So Salat wird meistens gern gegessen, aber so, keine Ahnung, wenn viel Gemüse auf den Tisch kommt, ne. Die Gemüsetöpfe, die kamen fast voll wieder zurück, egal was man probiert haben. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und wie ist es organisiert? Die zwei Mädels kochen hier mit wie vielen Jugendlichen immer? Ja, 3 bis 4 Jugendliche. Die sind 4 Wochen drin und in den 4 Wochen sollen die Jugendlichen hier beigebracht kriegen, wie kann man sich selber ernähren. Ist das jetzt irgendwie eine Strafe, eine Strafversetzung oder jeder muss mal ran? So, eigentlich Belohnung ist es so, wenn man eine Belohnung? Die Küche da. Ja, weil es richtig Spaß macht, also für die, die das wollen. Cool. Also das macht richtig Spaß, ist aber auch richtig anstrengend hier. Bei uns ist ein Belohnungsprinzip, machen die Jungs richtig mit, wollen die hier was, dann können sie den nächsten Sprung machen und hier reinkommen in die Küche. Jemand, der hierher kommt und absitzen will, hat hier keine Chance, sondern es geht nur mit, ich will das. Ich denke, für einen Jugendlichen, der in seinem Leben noch nie irgendwie pünktlich sein musste und noch nie hart gearbeitet hat, weil es ihm nicht gezeigt wurde, glaube ich, ist eine Küche eine sehr gute Möglichkeit, ihn einzuführen in die wirkliche Welt. Was interessiert euch denn so? Was würdet ihr denn gerne mal machen? So, wie zu kochen jetzt? Ja. Hast du zu lernen? Würdet ihr auch gerne mal mit Fisch umgehen zum Beispiel? Ja. Oder würdet ihr zum Beispiel aus Gemüse mal verschiedene Variationen machen? Was kann ich damit tun? Fisch. Also Gemüse direkt dicht. Als wir das Thema Gemüse und Fisch auf den Tisch gebracht haben, da war ja bei manchen Jungs wurde das Gesicht dann doch so ein bisschen länger. Ich möchte von euch und von euren Kollegen 10 Sachen, die ihr nicht mögt. Ja? Und 10 Sachen dazu, die ihr sehr gerne mögt. Meine Hausaufgaben habe ich nie gemacht. Also nie. So, aber jetzt müssen wir es ja machen. Aktiv in der Küche Anregungen zu bekommen, ich denke jetzt mal drüber nach, was wir eigentlich wollen oder was wir nicht wollen. Es kann nur gut sein. Ja, also wir haben gestern eine Hausaufgabe bekommen. So, wir sollen 10 Sachen aufschreiben, die wir gar nicht mögen. Dann machen wir so, wer mag keinen Fisch? 1, 2, 3, 4. Wer mag Spinat? 4. Spinat ist das Poweressen. Wer mag Pilze und Champignons? Boah, lecker. Morgen! Habt ihr die Liste fertig? Haben sie fertig Jungs? Gemacht, ja. Aber wo habt ihr sie hingelegt? 10 Sachen, die wir nicht mögen. Suppe, was ist mit euch los? Nee, das hat einer gesagt. Aber okay, Suppe, es gibt ja 10 verschiedene, 100 verschiedene Suppen. Das ist geil. Katze. Katze und Hund. Wir sagen zwar, sie dürfen mal Menüvorschläge machen und solche Sachen, aber natürlich ist das mal interessant zu wissen. 10 Sachen, die wir mögen. Okay, Schnitzel, Pommes, Chicken Wings, Lapskaus, sehr cool. Tacos, Döner, Lasagne, Couscous. Ja, das ist super, oder? Dann lassen wir den unteren Teil lassen wir weg. Genau. Und konzentrieren uns mal auf die obere Hälfte, oder? Die eine Hausaufgabe mit 10 Sachen, die wir nicht mögen und die wir mögen. Die haben wir erst heute Morgen gemacht. Haben es den Kochprofis dann gezeigt, als sie gekommen sind. Und ja, dann haben sie sich entschieden, alles, was wir aufgeschrieben haben, was wir nicht mögen, wird morgen gemacht. Ja. Setz dein Messer flacher an. Siehst du? Das Messer hat eine Kurve, ja? Also nutz. Du kratzt, du gehst so rüber. Ja, genau. Also nutz diese Kurve. Ja, das sieht doch schon super aus. Schau, dass du gleichmäßig bleibst, genau. Jawohl. Okay, sieht schon sehr professionell aus. Der Martin, der hat mir gezeigt, wie die Technik für so Karotten schneiden, wie wir richtig schnell schneiden können. Die vertrauen uns auch, glaube ich, weil die uns den Messer geben und wir vertrauen denen. Die haben sich so viel Mühe gegeben, dass mich das hat mich wirklich richtig gefreut. Ich denke, Nemo hat da wirklich so relativ schnell ganz gute Fortschritte gemacht. So, Deckel drauf, Küche sauber machen, ja. Wie viel Uhr haben wir's? Achtung, ja, Mann. Wir haben's. Viertel vor 12. Leute, eine Punktlandung.
So, guten Appetit. Dann wollen wir mal gucken hier. Küche. Ich bin sehr gespannt, wie es bei den Jungs ankommt. Denn wie gesagt, die mögen ja Gemüse überhaupt nicht. Die Karotten mag ich nicht so gerne, seitdem ich schon klein bin. Aber ich habe sie trotzdem noch aufgegessen. Eben habe ich jetzt gerade hier von der Seite gehört, oh, so müssten wir eigentlich jeden Tag essen. Ja, ganz tolles Essen. Die Sachen, die keiner so mochte, auf einmal haben die alle gegessen. Jeden hat es auf einmal geschmeckt. War richtig gut gemacht. Was sagt ihr zum Gemüse? Hat jeder sein Gemüse gegessen? Ja. Unser Mittagessen war ein voller Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Gemüse essen würde und so. Das war richtig gut. Das hat Ihnen scheinbar super geschmeckt. Wunderbare Qualität. Jetzt riech mal dran. Das riecht kein bisschen nach Fisch. Überhaupt nicht. Ja. Super frische Qualität. Richtig. Dann machst du den sogenannten V-Schnitt. Dann schneidest du einmal oberhalb der Gräte ein, bis hierher ungefähr. Und einmal unterhalb. Weißt du? Was für ein Fisch ist das? Das ist ein Seelops. Also ein sehr günstiger Fisch, mit dem könnt ihr wirklich gut arbeiten. Der ist saulecker und saugesund. Daher, das will ich haben, dass es so ein bisschen anzieht. Ja? Da muss man jetzt, ich würde mal sagen, alle drei Minuten mal rühren. Schau mal auf, Zwiebeln, Öl, Butter. Viele Fragen, wie mache ich was und wie kann ich das machen, wie kann ich das machen, auch was das mit dem Geschehen hier nichts zu tun hat. Es ist wirklich spannend und wir können richtig viel Info rüberbringen. Dinger machen wir hier rein. Dann schneidet ihr den Ingwer jetzt halt nochmal klein. Ja? Der kommt auch mit dazu. Weil durch den Ingwer ist so die beste Wurzel für alle Menschen eigentlich. Ihr werdet weniger krank. Ihr verbrennt ein bisschen schneller. Stoffwechsel wird angeregt. Und wirklich, das ist die Powerknolle. Kleinschneiden. Ja? Und dann haben wir nämlich noch ein total tolles Gewürz da. Kennt ihr das? Stimmt, Rosmarin. Wird oft im Badezusätzen auch verwendet. Weißt du, wirkt auch so ein bisschen entspannt. Man ist irgendwie lockerer drauf. Die Probleme sind immer ganz so schlimm. Ich denke, können wir auch immer ein bisschen was in unser Apfelkompott reinmachen. Wir brauchen irgendeinen Spattel, dass wir das bewegen können, sonst brennt es an. Ne? Kannst gleich mal loslegen. Merkst du was? Riech mal rein. Kommt schon ein bisschen Aroma raus. Ne? Kirsten ist extrem wissbegierig. Die wollte alles wirklich ganz, ganz, ganz genau wissen. Wenn ich Fragen hatte, war er immer gleich da für mich. Das fand ich total klasse. Jetzt werden die Zwiebeln noch ein bisschen mit eingeschnitten. Normalerweise machen wir das immer umgedreht, dass man erst die Zwiebeln anbrennt. Aber in dem Fall bringt es uns keine Farbe und keinen Geschmack an den Grieß ran. Deswegen rösten wir immer den Grieß erst trocken an. Limettensaft mit Zitronengras abgeschmeckt. Kommt rein. Tun wir noch ein bisschen Honig dazu. Und jetzt schnappst du dir den Ingwer und die Reibe und reibst richtig viel. Da die Reibe. Und reibst dir richtig viel Ingwer mit rein. Von den Jugendlichen das so gekocht zu haben, ganz, ganz toll, prima, wunderbar. Wir waren bei zwei Leuten waren wir und haben die eingeladen. Die sind auch heute wirklich gekommen, auch die ganze Familie von ihnen. Das hat mich dann auch richtig gefreut, weil es nicht umsonst war, weil die auch dann wirklich gekommen sind.
haben jetzt schon mal für einen Jugendlichen einen Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt, ja, genau, der sich auch sehr gut benommen hat und würde also weiterhin einen Praktikumsplatz für Jugendlichen, wenn Bedarf besteht, zur Verfügung stellen. Ja, da freue ich mich riesig drüber, weil das ist genau das, was unsere Jungs brauchen und wir brauchen eigentlich. Also, wir drei bedanken uns natürlich bei den Küchenmädels, bei der Petra und bei der Kirsten, bei euch natürlich auch, bei euch, sehr verehrte Gäste, natürlich ganz besonders. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir bedanken uns einfach und wir waren wirklich schwer beeindruckt, wie höflich und lieb wir hier empfangen wurden von Jungs, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet hätte. Ich glaube, dass wir die jungen Menschen motiviert haben in Hinsicht auf den Ausblick für ihr weiteres Leben. Heute, wo alle gegessen haben und auch niemand sich beschwert hat, schon ein gutes Gefühl gewesen. Man ist schon so ein bisschen stolz dann so.